Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder, weiter geht's mit euren Vorschlägen. Heute gucken wir uns The Witcher Wild Hunt an. Einer meiner Lieblingsspiele, darüber wird keine Parodie gemacht. Kennt ihr die Menschen, die zum Beispiel so sagen, gerade so die Ossis, die werden gerne mal angegriffen, ne, von Jan Böhmermann und anderen Satirikern. Und das Geilste war, gibt's von heute Show. Da verkleidet er sich als Clown und geht zu der Pegida und sagt, ich dachte, heute wäre eine Clownsveranstaltung. was hat er gesagt? Ich dachte, das ist eine Clownsveranstaltung, aber ja, ich feiere sowas, ich finde sowas cool. Ne? Man muss auch mal über seine Heimat lachen können, man muss auch mal über sich selber lachen können, aber das nehmen dann viele sehr ernst. Ich bin sehr gespannt, wie die Parodie ist. Übrigens, schreibt es mal bitte in die Kommentare, wer von euch hat alles Yennefer virtuell betrogen. Also ich würde es niemals in Real Life machen, aber wer von euch hat sich durch die halbe Welt gevögelt und hat dann Yennefer gesagt, oh, ich liebe dich und so. Rated MM für männlich, Motherfucker. Töte den Hexer. Oh, übelst geil animiert, ey. Könnt ihr mal ein bisschen leiser sein? Ich versuche hier meine Arbeit zu erledigen. Boah, wie sehr ich irgendwann die Ertrunkenen gehasst hab, ne? Das war irgendwann dann so nervig. Man wollte in Ruhe den Fluss angucken, ne, mache ich ja auch im Real Life, gucke ich mir gerne Flüsse an und da kommen Ertrunkene, einfach so. Danke! Junge. Junge. Bitte hilf mir, Fremder. Zur Stelle, erzähl mir, was hier passiert ist. Die wilden Jäger haben mein Haus abgebrannt. Mann, das ist scheiße. Sie haben auch den Brunnen vertrocknet und meinen Mann verkrüppelt. Diese Monster, sie werden dafür bezahlen. Und dann haben sie meinen Sohn auf einen Baum gehangen. Weil der Sohn ist erstmal übelst groß. Oh mein Gott, das ist so traurig. Ich meine, ich habe viel Scheiße durchgemacht. Das stell dir mal so vor, so ein Polizist, so. Was ich natürlich niemanden wünsche, aber was Überschreckliches passiert, ihr erklärt ihm das so und der sagt dann so, nee, ich habe ja wirklich schon viel Scheiße miterlebt, aber hier, nee, suchen Sie sich einen anderen. Und stehst dann so da, weißt du, ein Haus brennt, krass gesagt, also ne, ich wünsche das natürlich niemandem, aber Familie ist tot und sowas, kommt schreiend jemand brennt bei dir vorbei und ich selbst Feuerwehr, nee, das ist mir zu krass, sucht euch jemand anders. Du viel. Oh, ein Hexer. Letzte. Bitte, Hexenmeister, ich brauche deine Hilfe. Ich habe übrigens das Spiel so gesuchtet, habe ich auch immer bei Skyrim und sowas gemacht. Man kriegt für Plötze, kriegt man ja immer Sattel. Und ich hatte einen 100er Ausdauersattel und habe dann erst angefangen mit den Rennen. So, es war total langweilig, weil ich absolut OP war. Aber so mache ich das auch immer bei Skyrim. Ich habe wirklich, in Skyrim, es gibt, glaube ich, keinen Winkel, den ich in Skyrim nicht kenne. Ne? Es gibt wirklich keinen Winkel, den ich in Skyrim, genauso wie Witcher, ne, mit allen DLCs. Und irgendwann spiele ich dann so die Hauptkampagne weiter und ja, ist dann halt easy, ne, macht dann so bip, tot. Ja, was ist jetzt passiert? Vor 2 Tagen waren hier Einbrecher und sie haben alle Tiere getötet. Von dem Zeitpunkt an ist dieser Ort von einem bösen Geist besessen. Warte, so, du möchtest mir also erzählen, dass du einen Geist gesehen hast? Ja, ich sah ihn mit meinen eigenen Augen. Verdammt, nein! Bloß keine Geister! Okay. Oh ja, Yennefer, oh ja. Küss mich, Geralt. Nimm mich jetzt auf dem Einhorn. Nun, vielleicht das Einhorn. Du erstmal deine Kleidung ausziehen. Hat sehr behalten. Hilf mir doch mit deiner Magie.
Oh nein. Ah! So bescheuert. Oh, Scheiß. Puh, das war knapp. Das kannst du laut sagen. Na, wer von euch hat sie getötet? Ich will halt die ganze Zeit nicht so krass spoilern, ne? Aber es gibt's einen Moment im Turm, den ihr dann reinigen müsst. Und es würde mich mal interessieren, wer von euch die getötet hat, weil es gibt da, das ist wirklich so eine Entscheidung dann, ja, die dann so die Loge beeinträchtigt, also die Magier-Loge und vor allen Dingen auch so ein bisschen so das Endgame. Geralt, danke, dass du mich beschützt hast. Kein Problem. Nun, ich muss jetzt gehen. Besuch mich mal. Ich versuche es, weißt du. Ich bin ein einsamer Mann, ständig auf Reisen. Oh, ich verstehe. Mach's gut, Geralt. Hoffentlich sehen wir uns. Ich bin mal gespannt, ob Triss auch noch kommt. Der habe ich ja auch meine Liebe gestanden. Ist halt wirklich so. Lang nicht mehr gesehen. Ja, weißt du, ich bin hier gerade vorbeigekommen. Klar. Komm doch rein. Geralt, kannst du was für mich erledigen? Klar, um was geht's? Ich muss etwas meinem Freund zurückgeben. Machst du das für mich? Oh, klar. Er wohnt übrigens in den Bergen. Huh, bin zurück. Vielen Dank, Geralt. Ja, jetzt muss ich gehen, weil ich noch andere Dinge zu tun habe. So. Warte, eine letzte Sache, bevor du gehst. Ja. Weißt du, ich bin hier sehr alleine. Und ich frage. So stand ich dann auch immer so da und hab mir so gedacht. Ich würde das, wie schon gesagt, in Real Life würde ich nie fremd gehen, ne? Nie. So. Ne? Und da habe ich mir so gedacht, ja, ist ja nur ein Spiel, so, ja, komm. Dann habe ich mir noch Triss genommen, da habe ich Triss meine Liebe gestanden. Gibt so einen bestimmten Punkt, da kann man dann sagen, ich liebe dich, ne? Und genau, da passiert dann was, wenn man dann Yennefer oder Liebe gesteht. Die Szene war nicht so cool. Ah, schöne. Nee. Ja? Wenn du diesen Mann hier siehst, kannst du ihm dann sagen, dass er mich besuchen soll? Er ist so süß und so romantisch. Danke, Geralt. Bye. Sie sagt auch sogar noch, ich seh eigentlich gar nicht, ah, geil, schön. Sie sagt sogar noch vorher, sie steht gar nicht so auf graue Regen, ne? Das ist geil und dazu, ja. Aber bisher gerade ihr. Wow, ruhig, Brauner. Alter. Verdammt. Nun, jetzt kann man wohl sagen, dass ich den wilden Jäger gejagt habe. Ich hab euch gesagt, dass ich leid bin. Oh ja. Da gab's ja auch nochmal eine Stelle, ne? Boah. Da hab ich geschluckt, ne? Da hab ich wirklich mit Vesemir, da musste ich. Wirklich, also, ne? Das hat mich ohne Scheiß. Das hat mich. Dann erstmal, ich stand dann so da, hatte so den Controller in der Hand so und dachte mir so. Nee, oder? Das kann man doch irgendwie ändern. Man kann doch da bestimmt, es geht doch irgendwie. Irgendwie nochmal gespielt.
Wieder scheiße. Nochmal gespielt. Ich hab wirklich null gegoogelt, ne? Weil das finde ich irgendwie uninteressant, wenn man anfängt zu googeln. Ich habe da geguckt, irgendwie muss es doch gehen. Das kann da jetzt hier nie wahr sein. Das kann da jetzt hier nie so sein, wie es passiert ist. Wie schon gesagt, ich will halt übelst ungern spoilern. Aber ihr müsst das Spiel einfach selber spielen. Das ist. Vesemir, ich muss noch was erledigen. Brauchst du Hilfe dabei? Weißt du eigentlich nicht. Weil, ich noch einige private Dinge zu tun habe. Ich bin gleich zurück, okay? Oh, du musst also kacken. Habe ich recht? Ja, Vesemir, ich muss kacken. Verdammte Scheiße. Na, das nenne ich Alchemie. Yeah. Ach, du sicher, komm schon, dass du Mann. Keine Hilfe brauchst? Meine Reise ist fast um. Siri muss in diesem Schloss gefangen gehalten werden. Siri! Hallo, Geralt. Wie geht es dir? Ernsthaft. Ist das der beste Witz, den ihr bringen könnt? Richtig gut gemacht, ey. Holla die Waldfee. Ja, die Yennefer, Die kann mich auch gerne mal besuchen kommen. Also, öfters auch gerne. Für sie würde ich dann auch durch die ganze Welt reisen, ne? Aber man muss auch dazu sagen, es war halt, Witcher war, ich muss noch mal kurz gucken. Okay, ist nur noch, hier kommt noch was, glaube ich. Okay, doch nicht. Okay. Unbedingt, meine Freunde der Sonne, unbedingt das Original angucken. Danke für den Vorschlag. Sehr, 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 wirklich unfassbar geil gemacht. Hat mir mega gefallen und ich werde jetzt, andere gucken sich Pornos an, ich spiele einfach The Witcher. Aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, das habe ich nämlich vergessen, wer von euch hat gegen jeden, wirklich gegen jeden Quent gespielt? Gegen jeden. Wer hat das Kartenspiel gespielt? Fast mehr als das ganze Hauptspiel. Ich habe wirklich gegen jeden gespielt, ne? Gegen jeden. Also irgendwann war es langweilig, weil man dann irgendwann, ne? Ich habe das dann immer per Dings gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, welche Frage. Nilfgaardische Fraktion war das, also Kartendeck. Da konnte man Spione bei Gegner platzieren. Dann hat man immer zwei Karten ziehen können. Und ich hatte von solchen Spionen als von solchen Spionagekarten hatte ich übelst viele. Ich habe konnte immer wieder Karten ziehen, immer wieder Karten ziehen. War sehr cool. Und hab dann halt dann Dings gemacht, ne? Alle Karten auf 1 von den Gegnern gemacht, also hier mit Eissturm. Und dann meine Karte eingesetzt. Die stärksten Karten von Gegner werden dann zerstört. Und da ja alle Karten auf 1 waren und ich selber keine Karten hingelegt habe, wurden dann alle Karten zerstört. Also war schon cool. Also ich kann es jedem von euch empfehlen, jeden ans Herz legen, das Spiel mal zu spielen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sind definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch schöne Ostertage. Genießt das Wetter. Und ich habe meine Eier schon gefunden. Relativ schnell. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.